Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Als ich das Mutterbuch gemacht habe, war ich gerade selber junge Mutter geworden und mir fiel auf, dass es sehr viel Zuschreibungen gibt an die Mutter und Einordnungen von guten und schlechten Müttern, aber sehr wenig Beschreibungen dieses doch radikalen, sich verändernden Zustands, die von den Müttern selber stammen. Das heißt, das Buch hat im Grunde genommen eine Frage vorweggenommen, die jetzt im Moment sehr aktuell ist, nämlich die Frage, wer darf eigentlich berichten über den Körper und über die Erfahrungen von anderen, vor allen Dingen, wenn man diese Erfahrung selber gar nicht gemacht hat. In dem Buch gibt es auch einen mehrstimmigen Aspekt. Und zwar gibt es zwei Texte. Der eine ist von einem Deutschen, der andere von einer Französin. Der eine ist kunsthistorisch, der andere poetisch. Mann, Frau und Erfahrung von Mutterschaft und keine Erfahrung von Mutterschaft. Und diese Mehrstimmigkeit der Texte fand ich ganz wichtig. Auch, dass die Originaltexte aus zwei verschiedenen Sprachen kommen und dann übersetzt wurden. Und zwar ist das Buch in drei Sprachen erschienen. In Englisch die Sprache meiner Wahlheimat New York, in Deutsch die Sprache meiner anderen Wahlheimat Bielefeld und in Französisch, denn das war die erste Heimat der Mutterbilder. Auch bei meinem nächsten Projekt in Tingstetten ging es um Identität, hier speziell um die deutsche Identität. Und es war von vornherein ganz bewusst auf Mehrstimmigkeit angelegt. Das heißt, es geht mit einer Gruppe von 23 internationalen Künstlerinnen, Dokumentarfotografinnen und Wissenschaftlerinnen, die diese wenig erforschten Spuren der nationalsozialistischen Architektur untersuchen. Insgesamt ging es da ganz stark um die Schaffung von Mehrdeutigkeit und Vielstimmigkeit in dem Projekt. Ich wollte kein Projekt machen, in dem, sagen wir mal, Deutsche über Deutschland berichten oder über deutsche Geschichte. Diese Deutungshoheit hat in diesem Projekt im Grunde genommen keine Einzelstimme und die habe auch ich nicht als Herausgeberin. Das ist für mich ein sehr demokratischer Prozess und auch ein Prozess, den ich halt sehr schätze, als Prozess der menschlichen Begegnung. Und ich finde auch, dass man in dieser Vielstimmigkeit sehr stark darauf achten kann, welche Stimmen gibt es, welche Stimmen werden ausgelassen, wer ist sichtbar, wer ist nicht sichtbar. Also der Begriff der Vielstimmigkeit erlaubt mir da so einen eigentlich relativ feinen Umgang mit einigen Fragen der Zugehörigkeit.